bei Tesla Fan, mein neues Long Range Model S. Gleich in diesem Video. Hallo, hier ist wieder Tesla Fan. Ich sitze jetzt in meinem neuen Fahrzeug und hatte das ja gestern aus Hannover abgeholt. Da fragt ihr euch ganz bestimmt, warum ich denn das nicht dort mehr gefilmt habe. Aber ich wollte euch nicht zumuten, dass, wenn jemand so deprimiert ist wie ich, dass ich dann einen Film drehe, weil dann kann das an sich nichts werden. Insofern musste ich erstmal mit dem Fahrzeug fahren. Und wenn man ein kleines bisschen mit dem Fahrzeug gefahren ist, dann hat man auch wieder einen sehr positiven Eindruck von so einem Auto von Tesla. Grundsätzlich gesehen, warum war ich so deprimiert? Weil der Verkaufsprozess bei Tesla ja unterirdisch ist, und da werde ich auch noch mal separat drüber berichten, wieso das so ist und warum ich davon ausgehe. Und natürlich werden jetzt einige Leute sagen, die absolute Tesla-Anhänger sind, ja, die Firma ist klein, die Fahrzeuge sind neu und jung und was weiß ich nicht. Man kann alles auch anders lösen. Das bedeutet, man kann auch mit Kleinigkeiten Sachen aus der Welt schaffen. Grundsätzlich gesehen, die Personen, die dort sind, waren freundlich. Also da kann man nichts gegen sagen. Die Tesla-Mitarbeiter waren freundlich. Aber jetzt zu meinem neuen Auto. Was ist es? Ja, es ist ein Model S, und zwar Long Range. Und dieses Fahrzeug habe ich mir geholt, weil meine Elektra, an sich bin ich überall damit hingekommen, aber doch, wenn ich dann längere Strecken fahren musste, gerade beruflich, dann hatte ich so ein bisschen das Timing-Problem, dass ich, wenn ich ankomme, noch immer genügend Restreichweite bräuchte. Und ich glaube einfach, dass mit diesem Fahrzeug jetzt da gar keine Sorgen mehr sind mit der Restreichweite. Grundsätzlich gesehen finde ich natürlich Fahrzeuge, die so 1000 Kilometer Reichweite hätten, vorteilhafter. Dann bräuchte ich gar nicht mehr an irgendeinen Supercharger fahren, dann würde ich irgendwo losfahren, würde Pause machen, wo ich Lust hätte, Pause zu machen, weil ich finde es nicht schlecht, eine Pause zu machen. Ich bin sogar jemand, der mit dem Mercedes-Benz Diesel, der hat 1200 Kilometer Reichweite gehabt, habe ich trotzdem nach 250 Kilometer Pause gemacht. Also das würde ich nie aufgeben, in Ruhe mich hinsetzen, Kaffee trinken und so weiter. Und natürlich könnte man theoretisch dort dann auch laden. Aber grundsätzlich gesehen will ich das nicht. Ich will an sich zu Hause laden oder wo ich am Ziel ankomme, da würde ich gerne laden wollen. Trotzdem, dieses Fahrzeug hier bringt mich natürlich ein ganzes Stück dieser Einstellung näher, weil das Fahrzeug hat WLTP 610 Kilometer. Jetzt muss man sagen, ja, was ist reale Reichweite? Also ich würde eine reale Reichweite von diesem Fahrzeug sehen, was auf jeden Fall über 400 Kilometer geht. Und da meine ich jetzt, dass man eben einfach so fährt, wie man Spaß hat, dass man die Klimaanlage anmachen kann, dass man vom Prinzip her sich nicht drum kümmern muss, ob man Energie verbraucht oder nicht. Vergleichbar zu meiner Elektra waren das so um die 300 Kilometer, die ich dann mit der Elektra weit gekommen bin. Bei Höchstgeschwindigkeiten oder hohen Geschwindigkeiten wird das natürlich weniger. Ganz klar, das ist aber bei jedem Fahrzeug wohl der Fall. Was ist jetzt das Besondere an diesem Fahrzeug? Also ich habe so reingeguckt, und wenn ihr euch das anschaut, hier die Sitze. Also die Sitze sind schon sehr bequem. Also ich habe ja bei mir, meine Sitze waren auch sehr schön, aber ich habe das Gefühl, dass die Sitzqualität sich nochmal wieder verbessert hat. Von der Innenausstattung her, seht ihr, habe ich hier so eine Holzmaserung, also ein Holzimitat, was wirklich hochwertig aussieht, genauso wie der Innenraum sehr hochwertig aussieht mit den Nähten hier und so weiter. Das ist schon, sieht schon alles ordentlich aus. Wenn wir jetzt einmal runter gucken hier auf meine Fußmatten, dann seht ihr, dort ist der Name meines Autos. Also ich habe auch wieder mir Fußmatten bestellt. Die sind sehr schön dick. Das sind so speziell dicke Fußmatten mit schönen Nähten rum. Und ja, daher ist das wirklich von der Qualität sehr gut.
Mir ist gleich beim ersten Mal fahren aufgefallen, die Luftfederung ist wirklich schon beeindruckend. Fährt sich wirklich doch noch unterschiedlich zu meinem Elektra, weil dort hatte ich eben die Stahlfederung. Und auch wenn die Federung gut war, ist diese Luftfederung nochmal wirklich eine Klasse besser. Ne? Und dann soll ja auch, wenn man auf der Autobahn fährt, weil das Fahrzeug abgesenkt wird, eben auch noch ein bisschen mit der Reichweite dann zu tun haben. Ja, wie sieht mein Fahrzeug denn von außen aus? Wir schauen uns das einmal an. Ja, grundsätzlich gesehen, das Auto ist natürlich so von der Form her, hat sich nicht viel geändert. Aber wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, dann sieht man schon, dass der Wagen in diesem Blau auch sehr hübsch ist. Ich hatte ihn ja vorher in Rot. Und ganz ehrlich gesagt, die beiden Farben sind auch meine Lieblingsfarben für das Model S. Ich glaube, dass jedes Fahrzeug eine unterschiedliche Farbkombination hat, die wirklich gut passt. Zum Beispiel beim Model X finde ich auch das Weiß sehr, sehr hübsch. Das passt zu diesem Fahrzeug. Aber bei dem Model S finde ich das Blau und das Rot sehr hübsch. Ist allerdings nur ein persönlicher Geschmack und hat also nichts damit zu tun, was ihr gut findet. Da hat ja jeder so seine eigene Ansicht, was denn schön ist. Hier kommen wir zu den Fahrwerten und von dem Fahrzeug. Jetzt ist es natürlich so, das Fahrzeug ist natürlich bekannt. Daher erzähle ich euch höchstwahrscheinlich gar nichts Neues. Aber so 3,8 Sekunden auf 100 hört sich erstmal schon mal ganz mächtig an. Meine Elektra hatte 4,6 oder 4,5 oder sowas. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Also war ein kleines bisschen langsamer in der Beschleunigung. Ich habe das noch nicht richtig getestet, da ich den Wagen erstmal so ein paar, ja, so 1000 Kilometer fahren möchte, bevor ich ihn wirklich beanspruche. Das ist so eine Verbrennereigenschaft. Man hat so einen Verbrenner, den hat man an sich immer erst 1000, 2000 Kilometer damals gefahren. Ich glaube, bei den heutigen macht man das auch nicht mehr. Aber ich fahre den Wagen erstmal jetzt ein klein bisschen ruhig ein, dass ich alles eindrehen kann, bevor ich ihn dann auch mal beschleunigen werde. Und dann kann ich euch danach dann auch erzählen, ob das wirklich ein großer Unterschied ist zu meinen 4,6, was das war. Ich glaube schon, dass ein großer Unterschied ist, wenn du jetzt beigehst und dir das Performance-Modell holst, weil das ist noch mal mehr als eine Sekunde schneller. Und da, glaube ich, merkt man noch mal den Unterschied wirklich krass. Aber grundsätzlich gesehen, wenn ich jetzt fahre, ja, dann lege ich meinen Fuß leicht aufs Gaspedal und beschleunige damit. Bei dem Fahrzeug habe ich diesmal kein Autopilot. Doch Autopilot habe ich ja hier das autonome Fahren genommen. Warum habe ich nicht das autonome Fahren genommen? Erstmal über 6.000 Euro ist natürlich schon mal eine große Investition. Ich kann das jederzeit nachordern. Könnte vielleicht teurer werden. Aber ich habe damals bei der Elektra habe ich voll autonomes Fahren. Also das komplett reingenommen. Es hat sich nie ausgezahlt. Ich hoffe, dass der Nachbesitzer jetzt, Kevin hat das gekauft, dass Kevin irgendwann wirklich mal in den Genuss kommt, voll autonomes Fahren zu nutzen. Es gibt jetzt ja demnächst ein Upgrade und jetzt habe ich gehört 2.500 Euro für das Upgrade von dem Computer. Ich hoffe, dass da eine zweite Möglichkeit gibt, dass man nur das autonome Fahren upgraden kann, weil das würde ich als relativ frech bezeichnen, wenn man bezahlt hat, keine Leistung bekommen hat und dann muss man nochmal bezahlen. Aber da kommen wir ja zu, wenn ich über den Service spreche von Tesla, dann werde ich dort auch so ein kleines bisschen drüber sinnieren. Ja, ihr habt gesehen, mein Auto heißt Red Dragon und ist blau. Was dahinter steckt, da werde ich auch noch mal ein kurzes kleines Video machen, um euch zu erklären, warum ich dieses Fahrzeug hier Red Dragon genannt habe.
ja, grundsätzlich ansonsten ist das ein ja, tolles Fahrzeug. Das Fahren ist wie immer, wie bei meiner Elektra, super. Jetzt vom Fahren her ist da kein großer Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen. Also die Elektra hat spitze gefahren und jetzt mein Red Dragon, der ist auch hervorragend. Und ich bin aus Hannover hergefahren. Die Geschichte kommt ja auch noch, warum ich den Hannover genommen habe. Ich wohne ja in Hamburg. Warum ich das nicht aus Hamburg abgeholt habe. Ja, das soll es aber erstmal gewesen sein, grundsätzlich. Und ja, ein kleines bisschen mehr zu dem Fahrzeug werde ich noch mal sagen. Allerdings glaube ich, dass es ganz, ganz viel Information schon darüber gibt. Trotzdem vielleicht, wenn ich dann noch mal durchgehe, seht ihr etwas, was bei den anderen Kollegen erst noch nicht zu sehen war. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.